Magnificat di Krzysztof Penderecki per basso solo, complesso vocale, coro doppio, voci di fanciulli ed orchestra. Si tratta della prima esecuzione mondiale di quest'opera, composta su incarico della radiotelevisione austriaca per il 1200° anniversario del Duomo di Salisburgo. Cantano Peter Lager, basso, il coro della radiotelevisione austriaca, maestro del coro Gottfried Preinfalk, i fanciulli cantanti di Vienna, maestro del coro Anton Neider, e i solisti della Scuola Cantorum di Stoccarda. Dirige il compositore.
Salzburger Festspiele 1974. Festival de Salzburg 1974. Festivales de Salzburgo 1974. Festival de Salzburgo 1974. Salzburg Festival 1974. Der österreichische Rundfunk brachte das 8. Orchesterkonzert, aufgenommen im Salzburger Dom. Das Konzert wurde in Zusammenarbeit zwischen den Salzburger Festspielen und dem österreichischen Rundfunk veranstaltet. Die Sendung übernahmen der Süddeutsche Rundfunk, der Südwestfunk, der Hessische Rundfunk, der Deutschlandfunk, der Norddeutsche Rundfunk, der Deutsche Demokratische Rundfunk,
der Schwedische Rundfunk, Danmarks Radio, Kopenhagen, British Broadcasting Corporation, Avro Nederland, Office de Radiodiffusion Télévision Française, Radio Nationale de España Madrid, Emissora Nationale Radio Diffusion Portuguesa, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft Radio der Deutschen und Rätoromanischen Schweiz, Radio Televisione Italiana, der Griechische Rundfunk, Jugoslowenska Radio Televisia Beograd, Magyar Radio Budapest, der Tschechoslowakische Rundfunk, der Ägyptische Rundfunk, KOL Israel, Nippon Hosokyo Kai Tokyo, New Zealand Broadcasting Corporation, Radio Ministerio da Educação e Cultura Rio de Janeiro, eine Reihe von Stationen in Chile, Radio Nacional de Venezuela, Emissora El Mundo en Bogotá, Canadian Broadcasting Corporation Toronto, Société Radio Canada Montreal und Broadcasting Foundation of America mit den angeschlossenen Stationen. Auf dem Programm standen Le Martyr de Saint-Sébastien von Claude Debussy, Fragmente aus der Schauspielmusik zu dem gleichnamigen Drama von Gabriele D'Annunzio, und im zweiten Teil des Konzertes Magnificat von Krzysztof Penderecki. Das Werk entstand als Kompositionsauftrag des ORF für die 1200-Jahr-Feier des Salzburger Domes. Sie hörten die Wiedergabe der Uraufführung. Es spielte das ORF-Symphonieorchester. Es sangen Aline Auger Sopran, Peter Lager Bass, der ORF-Chor Wien, Einstudierung Gottfried Preinfalk, die Wiener Sängerknaben, Einstudierung Anton Neider und folgende Solisten der Schola Cantorum Stuttgart.